Bevor es mit dem Video für diese Küchenaufbewahrungsutensilien, Wand, Hänge, Vorrichtung weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wer von euch an Kochen interessiert ist, schaut doch gerne bei meinem Zweitkanal vorbei, Martins Kochblog. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch interessiert, lasst mir ein Abo da. Würde mich freuen, dass der Kanal ein bisschen in die Gänge kommt. Wenn es euch nicht interessiert, dann tut so, als ob ich nichts gesagt hätte. Und im zweiten Teil widmen wir uns der Aufhängung für diese Wand. Und zwar Buchenstab, Buchenrundstab 6 mm. Von dem werde ich mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 mm lange Teile runtersägen. We'll be right back.
Und ich glaube, jeder kann sich jetzt vorstellen, was das darstellen soll. Für die, die sich es nicht vorstellen können, das ist eine Möglichkeit, Küchenwerkzeuge aufzuhängen, an diesen Haken und fast beliebig an dieser Wand folgend dem Lochsystem zu platzieren. Genauso wie es sich eben ausgeht. Habe ich einen langen Kochlöffel oder eine lange Schöpfkelle, kann ich das hier einsetzen und kann meine langen Sachen aufhängen, darunter kann ich dann eine breite Leiste mit mehreren Haken platzieren oder, wenn ich möchte, kann ich diese Würfel nehmen, eine passende Stange dazwischen und kann mir das an beliebiger Stelle platzieren und kann auch Sachen aufhängen, die kein Loch haben, sondern nur einen gebogenen Haken, die kann ich hier einfach einhängen. Genauso natürlich in der langen Version kann man hinhängen, wo man möchte, beliebig platzierbar, passt überall hin, wird in der Küche montiert und wird gute Dienste leisten. Wer das nachbauen will und Fragen dazu hat, schreibt es mir in die Kommentare. Wer es noch nicht getan hat, lasst mir ein Abo da. Und hier verlinke ich dir weitere Videos von Dingen für die Küche. Und hier unten verlinke ich dir das letzte Video. Und hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Klick drauf, abonniere, mach die Glocke an und komm nächstes Mal beim nächsten Video wieder zurück. Bis dahin, ciao!